Hallo zusammen. Wir sind. Wo sind wir eigentlich? Wir sind auf Campingplatz Pilzensee bei Seefeld oder in Seefeld. Ja, das ist südlich von München in der Nähe vom Ammersee, der westlich vom Starnberger See ist. Ja, davon ist so ein kleiner Parkplatz. Links ist die Rezeption, die man gerade hinter uns gesehen hat. Parkplatz, man kann wohl auch hier baden gehen, ohne dass man auf dem Campingplatz ist. Einfahrt. Und das Schöne ist, man kriegt zwei Campingkarten. Man könnte theoretisch eine Campingkarte hier ordern, oder? Wie ist denn das? Na, du kannst hier Check-in und Check-out machen. Wenn du vorab gebucht hast, kannst du deine Reservierungsnummer eingeben und einchecken, wo du so eine musst. Dann kannst du auch wieder auschecken über das Teil. Sehr geil. Da sind Toiletten, Duschen zum Abwaschen und Chemie. Das schauen wir uns jetzt mal an. Hundedusche, Chemie-WC, Waschmaschine, Trockner. Kann man direkt zahlen mit der Campingkarte, die man beim Einchecken bekommt. Jetzt gehen wir mal zu den Toiletten und duschen. Ein Service. Rechts Frauen, Toiletten und Duschen. Hier ist die Herrendusche. Super duschen. Herrentoiletten. Babyduschen. Waschbecken und Duschen. Ah, Toiletten. Föhn in der Nähe vom Ausgang. Behinderten-WC, Mietbad, ich weiß nicht, aber ich glaube, das bezahlt man vorne und dann kann man das benutzen. So, hier hat man noch Kochen, auch heiß, Kühlschrank, Safes, links Kochplatten und hier zum Spülen, Spülmaschine, Minimarkt. Ist ziemlich gut aufgestellt. Wer kein Wohnmobil oder Wohnwagen oder Zelt hat, der kann sich so eine Hütte mieten. Zur Orientierung, hier ist die Einfahrt. Da ist der Minimarkt. Eine Infotafel. Die Straße runter geht zum See. Rechts der Zeltplatz mit Strom teilweise. Und hier wird wohl gerade gebaut, der Fernentsorgungsplatz. Oh, und da ist wohl der Müll. Und die hat eine Maus entdeckt. Das ist die Stromzapfsäule für den Zeltplatz. Was ich geil finde, sind diese Sitzplätze da, weil die haben daneben gleich eine Feuerstelle. Ein Spielplatz mit Tischtennisplatte, da freut sich ja einig. Und daneben das Seehaus, ein Restaurant und Biergarten. Ach, da ist der See. Weiter hinten ein Kiosk. Auch direkt an der Liegewiese. Das ist unser Platz. Und wir haben ja wahnsinnig viel Platz, gell? Das ist ein Platz. Man klebt nicht aneinander. Ah, unser Blick vom Schlafgemach auf den Pilsensee. Der Frühstückstisch ist noch leer. Ah, jetzt kommt der erste Helfer und hilft. Gucken, was ist. Was ist heute aus der Pfanne gibt. Was ist das? Spiegelei. Nee. Rührei. Die letzten Vorbereitungen laufen für unser Fahrradtour. Wir wollen mal nach Herrsching am Ammersee und dann
Mal gucken, ob wir das Kloster Andechs erreichen. Fahrräder sind schon bereit, Wurzel nehmen wir nicht mit. Echt schön hier eigentlich. Da hinten ist ein Biergarten, direkt am See. Jetzt wollen wir dann noch ein Stück weiterfahren am See lang. Und dann geht es zum Kloster Andechs. Das Kurparkschloss neben dem Kurpark in Herrsching am Ammersee. Wir haben es geschafft. Kloster Andechs. Ganz schön viel los. Jetzt schauen wir mal, wo wir unser Fahrrad abstellen können. Und dann setzen wir uns im Biergarten rein. Gestärkt. Jetzt schauen wir uns mal das Kloster an. Unterhalb vom Kloster Andechs, links neben dem großen Parkplatz, ist ein Wohnmobilstellplatz. Da gibt es auch eine Fähr- und Entsorgung. Und anscheinend kann man auch Flaschengas hier. Genau, und hier ist dieser Parkautomat. Schiwas, jetzt geht's wieder zurück zum Potzel. Wir sind wieder da. Und wer freut sich am meisten? Die Bertha. Nein, der Potzel. Schaut euch das an. Oh, herrlich. Solche Massage. Wer würde das nicht wollen? Oh, ja. Das war ein richtig schönes Wochenende, weil das ein richtig schöner Campingplatz ist. Er ist ein bisschen teuer. Wir haben jetzt für die 2 Nächte 97 Euro bezahlt, glaube ich. Aber es lohnt sich. Die Plätze sind groß. Man hat direkt Zugang zum See. Alles schön sauber. Ja, schöne Möglichkeiten. Da gibt es dann auch noch so eine Torschießwand, ein Trampolin, so ein Kletterdrehgerüst. Ist ja nicht weit zum Ammersee. Also mit dem Radl fährt man 15 Minuten vielleicht. Und dann hat man gleich Herrsching am Ammersee, was recht schön ist. In der Nähe ist halt der Würthsee. Kloster Andechs ist nicht weit, wo wir gestern waren. Alles mit dem Radl erreichbar. Ja, heute ist Sonntag. Wir haben gerade gefrühstückt. Mama macht noch, Nadine macht noch klar Schiff im Wohnmobil. Ja. Ja, wir genießen jetzt hier noch ein paar Minuten, verabschieden uns. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren.